Ja, hallo Freunde, ich begrüße euch recht herzlich zur nächsten Folge Let's Play Die Siedler 7 und zwar vorletzte Mission und Gebäudeausbau fertiggestellt. Jawohl. Und wir werden unserem Vater und Baldurus gleich mal den Schädel glatt ziehen. Quasi rasieren hier. Gut, wir haben hier also, ja, beim letzten Mal hier die Kaserne, waren wir beim Ausbauen. Er kam, wir haben ihm hier taktisch clever den Weg abgeschnitten. Und ja, dann schauen wir mal, was der Tag so bringt hier. So, ja, woran fehlt's uns denn? Eigentlich an nix. 17, 16. Sehr schön. Ein bisschen Wasser fehlt da. Okay. Soll uns jetzt nicht weiter kümmern. Gut. Wie sieht's denn da aus? Ja, wir müssen jetzt hier mal langsam, aber sicher. Wir spielen auf, ja, das ist okay. Ja, er hat jetzt hier eine Technologie, alle Wohnhäuser arbeiten doppelt so schnell. Das ist doch auch ganz nett. Wollen wir das mal machen? Warum nicht? Ach so, haben wir schon. Okay. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Mein Lagerhaus wurde ausgebaut. Dann können wir das doch. Befestigung ausgebaut. Gebäudeausbau Ah, fertiggestellt. hier, der Außenposten wurde ausgebaut. Jawohl. Okay. Sehr, sehr schön. Lagerhäuser. Gut, die hatten wir ja schon alle, glaube ich, voll ausgebaut. 29 Fisch haben wir da, sehr schön. Ja, die Getreidescheune hier, die ist total down. Ja, okay. Was machen wir da? Wollen wir die trotzdem einfach mal da lassen? Ich denke schon. Vielleicht können wir hier unten ja dann noch was regeln. Und das müssen wir hier mal schnell machen. Das heißt, wir bauen hier. Ach ja, wir sind ja schon hier fleißig am. Okay, das ist ja gut. Haben wir dich schon ausgebaut? Nee, dann wollen wir dich noch einmal ausbauen. Okay. Ja, entschuldigt bitte, beim letzten Mal war ich ja nicht allzu gesprächig. Lag daran, dass wirklich eine, wirklich nicht so gut drauf war. Egal. So, Schwamm drüber. Jetzt ist er wieder da. Und. Ja, Wohnungs. Ja, wir haben eigentlich genug Siedler. Wir müssen das hier so schnell wie möglich ausbauen, damit er hier das Gold nicht so schnell bekommt. Beziehungsweise einnehmen natürlich. Ausbauen ist ja totaler Käse. Ach, hier war eine Rädermacherei. Genau. Das ist ganz gut. Vielleicht sollten wir. Ach du, da haben wir schon einen. Ja, so. Okay, jetzt geht's mit den Geistlichen voran. Aber mir wäre wichtiger, wenn ihr hier mal ordentlich zu Potte kommt hier. Damit wir ihm hier das Gold und die Kohle vor allen Dingen wegnehmen können. Na los, kommt schon hier. Seht ihr hier noch irgendeinen Mangel? Ich glaube nicht. Ja, endlich. Musketier rekrutiert, sehr schön. Coole Sache. Wir sollten hier auf jeden Fall noch ein Wohnhaus Euer Gebäude ausbauen. wurde ausgebaut. So, wir können dann das erforschen. Machen wir auch glatt. Dann haben wir hier unten nämlich auch fruchtbares Land und können da halt noch ein bisschen. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Und können da halt noch ein bisschen. Na, ihr wisst schon. Und so weiter. Gut. So, Forsthütte. Ach, da unten haben wir schon. Ja, das ist gut. Brauchen wir auch, glaube ich, für die Rädermacherei da ein bisschen was. Wie sieht's hier aus mit unseren Ressourcen? 13 und 10, das ist okay. 26 Fische haben wir da noch. Wie fahren wir da unten? 39. Da haben wir noch 10. Hier oben könnten wir noch, wenn wir wollten, Stein abbauen. Werden wir auch mal machen. Man kann so. Okay. Zack. Dann hauen wir mal dahin. Und wir wollen mal. Ja, wir wollen da unten einfach nochmal einen Träger hinbauen. Zack. Und dann hauen wir da nochmal zwei Reihe raus hier. So.
Okay. Jo, aber irgendwie kommt das ja alles so schleppend voran. Musketiere, wir haben da noch nichts hingeliefert. Okay, naja, zumindest rekrutieren wir hier mal ein paar. Woraus besteht denn die Armee bis jetzt? Also richtig kommt er da auch nicht zu Potte. Jetzt fördert er da unten schon Gold. Okay. Na, dann mach mal hin hier. Pikeniere wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen danach Reiter bauen. Wie viele Pferde haben wir denn? Wir haben 11 Pferde nur. Gebäudeausbau fertiggestellt. Ja. Da bist du. Gut. Dann haben wir da auch ein paar mehr Träger. Exzellent. Ihr habt eine neue Technologie Ja, sehr erforscht. schön. Akkordarbeit. Klasse. Das heißt, Bäcker und so ein Schnickschnack arbeitet hier schneller. Ja, du hast auch eine gute Produktivität. Ah, ja, wir brauchen auf jeden Fall Weizen hier. Das hier, das bringt relativ wenig. Wobei die bizarrerweise gut arbeiten, aber die arbeiten beschissen. Na gut. Willst du machen? Oh, ihr habt schon 5 Holz. Na Mensch, das ist ja richtig gut hier. Wie sieht's denn hier aus mit unserer verbesserte Verpflegung? Die arbeiten ja jetzt auch schneller hier. Münzprägerei, Metzgerei, okay. Jetzt haben wir eigentlich hier erstmal nicht wenig zu nicht viel zu tun, so rum. Hier passiert auch nicht viel. Wie viele Ritter hast du denn da? Du bist klinisch tot. Jetzt haben wir eigentlich nur noch unseren Vater hier, den wir hier gleich überlaufen können. Ja, jetzt. Aber ich hätte gern noch ein paar Kanönchen. Wir haben nur 6 Gold. Na, das macht mir ein bisschen. So, wir haben auch nur 5. Ihr Okay. habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Wie viel Werkzeug haben wir eigentlich? 22, das reicht dicke, oder? Dann können wir dich hier nochmal auf untätig setzen. So, wir haben die Kaserne ausgebaut. Jetzt können wir nur Reiter bauen. Das ist natürlich auch doof. Wir müssten ja eigentlich gleich nochmal upgraden. Machen wir auch. Werden aber hier definitiv. Was braucht ihr? Ihr braucht ein Pferd. 2 Gold, das heißt 3 so eine Reiterchens. Na, du erholst dich langsam, ist gut. Wir müssen den hier definitiv Gebäudeausbau ausbauen. fertiggestellt. Vielleicht noch eine Waffenschmiede bringt's halt nicht. Was ist mit dir los da? Ah, dir fehlt es auch an Produktionsgütern, okay. Bäckerei, ja, Brauerei. Ich meine, das ist natürlich auch nur eine Besch. Wie viele Musketiere? Wir haben 7 Musketiere. Das heißt, wenn die 3 Pferde durch sind, werden wir auf jeden Fall uns das Ding hier holen. Da müssen wir ja auch eigentlich nur. Ich meine, er wird dann wahrscheinlich hier rüberkommen. Naja. Ja, und während wir darauf warten, habe ich mal auch noch ein kleines Anliegen. Es steht ja Silvester, steht ja vor der Tür. Ich hoffe, ihr wisst schon alle, wo er feiert. Die Folge müsste, glaube ich, so am 27. rauskommen oder veröffentlicht werden. Wie gesagt, ich produziere ja immer ein bisschen vor. Und aktuell als Deutscher, wenn man sich denn so fühlen will, ist ja, ja, da kann man sich ja aktuell nur schämen. Ja, also da werden, fühlt man sich so ein bisschen wie in alte Zeiten zurückversetzt, in alte schlechte Zeiten. Muss mal ein bisschen salopp zu formulieren. Ich kann mal übrigens auch noch ausbauen. Da werden also Flüchtlingsheime angegriffen. Da gehen Zehntausende auf die Straßen und demonstrieren gegen die Aufnahme von Flüchtlingsheimen oder die Aufnahme von Flüchtlingen und das als ja, eines der reichsten Länder der Welt. Das ist mehr als beschämend, auch wenn man ja auch vor unserem geschichtlichen Hintergrund
Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Könnt ihr mal unter die Kommentare schreiben. Mir ist das super peinlich. Ja, ich meine, wenn man dann auch die Interviews dort hört, ist natürlich auch viel rechtliches Gedankengut, was da wieder, ja, was auf diesem Wege versucht wird, breitzutreten. Da wird also immer nur die eigene aktuelle Lage gesehen und nicht die der Flüchtlinge. Es ist, also wie gesagt, ich bin da jetzt ein bisschen auch, ich möchte nicht sagen, ich bin jetzt da ein bisschen durcheinander, aber. Sehr gut. Mit diesem Siegpunkt Oh, wir haben seid ihr auf dem Bischofssitz. Weg zum Erfolg. Wie gesagt, und wenn ich dann die machen den Mund auf und da kommt halt einfach nur Scheiße raus. Und jeder betont, er hätte nichts gegen Ausländer, ja, dann geht nicht auf die Straße. Also, ich weiß nicht, was dagegen spricht, dass wir als eines der reichsten Länder der Welt Flüchtlinge und Kriegsopfer aufnehmen. Und es ist ja nicht so, als wenn wir, ja, ich sage mal, keinen Anteil daran hätten, dass die Situation so ist im Nahen Osten, wie sie ist, sondern ich denke, Europa hat da einen sehr, sehr großen Anteil dran. Und insofern, ja, kann man sich der Verantwortung da nicht verwehren, auch wenn das Geld kostet und auch wenn vermeintlich andere Dinge auf der Straße und auf der Strecke bleiben. Das ist fürchterlich, fürchterlich. Also da kriege ich echt Pickel bei und ich kann es jetzt argumentativ, kriege ich es hier so beim Let's Playen einfach nicht hin, euch das vielleicht auch gut darzulegen. Vielleicht mache ich das mal in irgendeiner anderen Let's Play-Rundenstrategie, eignet sich dafür ja immer relativ gut. Aber das ist fürchterlich. Auf jeden Fall kriege ich da echt Pickel. So, wir können hier mal aber mal einfache Verpflegung anmachen. Wir haben ja genug. So, jetzt haben wir da auch ein paar Ritterchen. Da kommt echt nur Kacke raus, ja. Naja, auf jeden Fall finde ich das alles sehr, sehr traurig und äußerst beschämend. Ja, und da sollte man also auf jeden Fall irgendwas gegen machen. So, gut, so viel dazu. So, 13. Wollen wir die jetzt schon angreifen? Machen wir da nochmal 2. So, wie sieht's hier aus? Kohle läuft. Oh! Soll ich mal einen Geologen hinschicken? 2 Geologen. Bin immer ein Fan davon, wenn man hier halt nochmal eins hinbaut. Ist jetzt im Augenblick nicht machbar. Dann holen wir hier nochmal Musketier ran. Wir können hier oben nochmal ein paar Wohnhäuser ausbauen. Also wirklich, da könnte ich mich nur aufregen. Die Mission scheint mir also auch nicht allzu schwierig zu sein. Kommen wir mal zurück zum Let's Play. Wie viel? Ja, ich denke, wenn wir so 4, 5 Kanonen haben, das sollte reichen. Dann werden wir das mal hier auf untätig setzen. So, wie sieht es hier aus? Ja, da werden noch ein paar Lagerhäuser geupgradet. Okay. Das passt soweit. Ja, die haben natürlich hier auch immer einen langen Weg da nach unten. Das habe ich ein bisschen schlecht geplant, glaube ich. Naja, aber gut. Kannst nicht alles haben. Brauchen halt ziemlich lange. Können wir hier noch irgendwo Prestigepunkte, glaube ich. Da geht also nichts mehr. Und dann wollen wir hier gleich mal den vernichtenden Schlag vollziehen. Du hast auch schon wieder 3 Ritter. Okay. Naja. Aber wie gesagt, schreibt mir mal eure Meinung. Ich meine, jeder darf auch seine Meinung ganz klar äußern. Wir leben ja in einer Demokratie, aber wenn ich, ja, ich weiß nicht, wenn ich da dieses. Wenn ich da diese Gülle höre, die Demonstranten davon sich geben, ja, weiß ich nicht. Ja, und dann viele auch überhaupt gar nicht mit der Presse reden, weil die Presse ist ja sowieso mundtot gemacht worden von unserer
ehrenwerten Regierung. Ich meine, wir sind ein Land voller Probleme und wir haben auch noch viel zu tun und viel vor uns und dass das auch nicht immer richtig angepackt wird. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Steht auch außer Frage, aber das nun an Leuten auszulassen, ja, deren Existenz beraubt worden ist, ja, die also vor dem Nichts stehen, ist sehr, 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 sehr beschämend. Und Deutschland macht viel zu wenig für Flüchtlinge. Also, da kann man mir erzählen, was man will. Also, ich habe viele, oder was heißt, ich habe einige Freunde, die halt dort arbeiten, die halt mit Flüchtlingen halt auch arbeiten. Und die mir dafür Storys erzählen, passt kein Hut drauf. Gut, dich haben wir. Jetzt brauchen wir noch drei. Haben wir überhaupt drei Erze? Ja, haben wir. Gut. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier einfach rauf, oder? Wir speichern das mal vorher. Nicht, dass ich mir hier ein Ei ins Nest lege. Hier. Mission, zack, ja. Dann würde ich sagen, dann heizen wir hier einfach mal rauf, oder? Auch wenn wir noch keine Kanone. Gebäudeausbau fertiggestellt. Aha, du bist fertig? Jawohl! Jetzt hätte ich eigentlich auch noch warten können, oder? Na gut, da werden wir den einen oder anderen verlieren. Er hat 9, wir haben 13. Das ist natürlich, wir sind natürlich viel, viel geiler drauf als er. Okay, dann kommen und gucken wir mal, was wir hier können wir also weiter erforschen nennen. Dazu bräuchten wir aber den Bischofssitz, dazu haben wir aber zu wenig Holz und so. Du bist doch tot jetzt da, oder? Ah, jetzt locken wir ihn dahin. Das ist doch gut. Achso, du bist immer noch nicht fertig da. Okay. Haben wir dann nur noch 10. Okay. Aber er hat da eigentlich nichts, oder? Wir sind auf jeden Fall besser bestückt. Wir haben die besseren Nahkämpfer hier. Wir haben 5 Pferde. Naja, gucken wir mal, ob es sich lohnt. Ja, der Korian hat hier den Außenposten in der Zeit erobert. Sehr schön. Ob sich das lohnt hier. Nee, wir kriegen da echt auf die Mütze, oder? 6-6. 6-5. Nee, gewinnen wir. Gewinnen wir. Locker. Gewinnen wir. Mit unseren Pferdchen hier. 3, jawohl. Sehr schön. 2, okay. Dann geht das hier auch alles ein bisschen flotter voran. Jawohl. So, da haben wir die Schlacht gewonnen und haben 5 Ritter noch über. Coole Sache. Dann kannst du dich hier mal gepflegter zurückziehen. Hier unten haben wir also noch Fisch. Den werden wir dann also auch gleich ausbauen. Vielleicht bauen wir hier auch eine Bauhütte hin. Sehr schön. Wir haben relativ viel. Oh, wir haben 51. Vielleicht sollten wir da noch ein paar Sägewerke hinbauen, oder? Oder zumindest eins noch. Ja, das können wir ja da unten hinbauen, denn. Beim Fischer.
So, wir haben kein Geld mehr. Das ist ja doof. Steinchen haben wir jetzt also genug. Kohle haben wir eigentlich auch genug. Wie sieht es hier oben aus? Bei unserem Eisen. Eisen ist ja relativ rar gesät. Machen wir das mal so. Ein neuer Sektor ist unter eurer Kontrolle. Sehr schön. Okay. So, das heißt, er fackelt ab da. Und wir haben schon wieder 7 Ritter. Geile Sache. Okay. So, dann bauen wir hier also mal das nächste auf. Zack. Null Ritter. Coole Sache hier. Okay. Dann habe ich ja gesagt, dann bauen wir da unten mal eine Bauhütte hin. So. Und wo bauen wir die hin? Die bauen wir mal da hin. Und dann wollen wir hier mal Kohle bauen. Kohle abbauen. Zack. Dann hauen wir da mal Gold hin. So. So. 1, 2, 3. Ach, eigentlich wollte ich ja noch ein bisschen Weizen hinhauen, wa? Aber ich glaube, das benötigen wir nicht mehr. So, dann hauen wir da unten lieber eine Goldschmelze hin. Wie waren wir denn jetzt? 4 Siegpunkte. Wir sind total überlegen hier. Insofern brauchen wir das alles eigentlich gar nicht mehr. Wir holen uns hier denn noch den... Welche Siegpunkte haben wir denn? Wir können ja mal kurz gucken. Wir haben den Bischofssitz, okay. Wir sind noch kein Feldmarschall. Hey, guck mal, die sind so tot. Aber den holen wir uns bald. Was brauchen wir noch hier? Eigentlich brauchen wir denn nur noch den Sparfuchs. Und dazu benötigen wir hier noch eine Münzprägerei. Wenn wir die beiden Siegpunkte haben, dann ist es ja auch schon, dann sind die Messen ja auch schon gelesen. Bauen wir da noch eins hin. Können wir da noch irgendwas hinbauen? Ja, bringt uns alles nichts. Vielleicht bauen wir da einfach nochmal eine zweite hin, wa? Okay, da unten, genau, da unten könnten wir noch ein bisschen Nahrung abbauen. Machen wir auch. Machen wir das mal so. Zack. Hauen da 2 Fischer hin. Haben 9 Soldaten rekrutiert. Wunderbar. Und ja, dann machen wir da nochmal so eine Sägemühle hin. Obwohl, wir haben wieder 14 Holz. Das ist okay. Ja, wir könnten jetzt das hier noch reparieren. Brauchen wir 8 zu. Ja, machen wir mal. Einfach nur zur Sicherheit. Okay, gut. Dann würde ich sagen, dass wir hier also mal mit der Geschwindigkeit noch ein bisschen hochgehen. Weil die machen ja nun wirklich nichts mehr, oder? Also die haben 0 Ritter, 0 Ritter, die sind ja so gut wie tot. Und dann gucken wir mal hier weiter. Da können wir noch einen Geologen anstellen. Da haben wir auch nur noch 4 Fisch. Wie sieht es da oben aus mit Steinchen? Stein ist weg. Nee. Ah, da haben wir noch ein bisschen. Okay. Okay, und dann geht es jetzt eigentlich nur noch darum, zu warten und hier den einen oder anderen, ich glaube einen Standardträger, darauf werden wir nochmal sparen. Was haben wir denn an Rüstung? Wir haben 24, wir haben zwar keine Räder mehr, wir haben keine Räder mehr? Wir hatten doch eigentlich relativ viel, oder? Wie viele Räder brauchen wir dafür? 2 Räder? Ja, ach so, okay. Okay, naja gut, aber wir haben ja jetzt hier... Lagerhaus errichtet, gleich mal upgraden. Bauhütte errichtet, gleich mal upgraden.
Und dann wollen wir hier einfach. Ja, das ist ja gar nichts hier. Wir brauchen jetzt eigentlich nur noch den Sparfuchs-Siegpunkt und wir holen uns dann einfach hier noch den anderen Siegpunkt und dann ist die Mission eigentlich relativ einfach. Würde ich mal sagen. Hätten wir vielleicht doch auf Ding spielen sollen. Na gut, die Schafzucht, okay. Können wir uns auch mal wirklich abreißen. 0%. Pferdezucht 0%. Das können wir eigentlich auch alles abreißen hier. Damit ist hier keinem geholfen. Dann bauen wir hier einfach noch mal ein paar. Den können wir auch wieder umstellen. Wie sieht es bei euch da aus? Hast du noch da irgendwas? Stein oder so? Ne, da ist Steinvorkommen, aber da sehe ich nichts mehr, oder? Seht ihr da noch irgendwie Stein? Ja, doch, er hackt da noch. Doch, drei haben wir noch. Na gut. Ah, wie sie wuseln. Wir haben 24. Haben wir die nicht hier auf Schlafen gestellt? 24 Werkzeuge, coole Sache. Okay. Nun gut, nun gut. Berghütte, jawohl, nochmal richtet. So, gut. Dann geht die Goldproduktion also auch gleich wieder in die Höhe. Wir holen noch einen Standardträger. Bisschen mehr Motivation. Ja, die beiden sind relativ klein gehalten. Insofern denke ich mal, dass wir hier in der nächsten Folge also das Ganze schon in trockene Tücher packen werden. Entschuldigt bitte. Ja, dann kannst du da mal als Geologe gleich mal tätig werden. So, gut. Brauchen wir da mal zwei Geologen. Die Berghütte ist fertig. Super, super, super. Ja, den Bischofssitz brauchen wir jetzt. Also wir brauchen das hier alles nicht mehr. Da könnten wir jetzt also noch einen Siegpunkt da erringen. Dann ist auch mal gleich als Geologe dahin. Jawoll. Noch ein Goldbergwerk. Okay. Auch gleich einen Geologen hin. Wir haben eigentlich genug Gold. Wir haben auch, oh, 78 Gold. Heidewitzka. Nur, er hat das Reinheitsgebot begonnen. Dann kannst du dir auch da den Siegpunkt quasi ertraden. Alter, der hat 14. Dann mach doch mal was damit. So, Münzprägereien sind also ready to rock. Dann freue ich mich ja schon direkt auf die nächste Mission. Jungs, Jungs, Jungs. Mann, ihr seid ja fleißig hier. Okay, dann haben wir 10. Dann können wir da mal einen Standardträger hochholen. Ein paar Reiter noch, ein paar Ihr habt Musketiere. erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Sehr schön. Dann können wir dich auch noch upgraden. Ja, und dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zusehen. Gebäudeausbau fertiggestellt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder. Wenn es dann heißt, ja, ich denke mal in der nächsten Folge Sieg. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.